Hallo ihr Lieben, das sind wir wieder bei einer weiteren Folge. Ich wühl den Boden auf. Und ich bin auf der immerwährenden Mission, Beutelchen zu retten. Oh ja, hier ist ihr Karte. Beutelchen, du hast keine Fans. Aber Hauptsache, das schreibe im Dunkeln. Alleine. Ne? So, wir machen mal Querfeld ein. Ich hoffe, ihr kommt. Es sieht, das sieht so komisch aus, weil wir dürfen nicht so nah an den Bäumen diese Dinger hinaus. Und Beutelchen entfernt sich von mir. Natürlich, Beutelchen. So kann ich dich auch grandios retten. Ich mach gleich wieder Flachwitzrunde. Nein, du bist nicht am Heulen und nicht im Bett. Wahrscheinlich. Ich heule schon so, dass ich in Beutelchen hier durch Buxenude laufen muss. Ja. Ich hoffe, die werden noch schön bewässert, dann sparen wir uns das, nämlich bleibt der bewässert, das ist schön. Ach, hier, ja, Jibidi, das war so gut, ist eigentlich nicht. Ja klar, Beutelchen haut wieder ab. Beutelchen, bleib doch einfach mal auf einen Fleck, sonst kommst du wirklich auf den stehenden Stuhl. Es gibt Haue. Wo ist denn jetzt dieses pinke Wesen? Oh, da liegt was. Nein. Oh. Nee, da bringt dir auch nicht so ein trauriger Smiley. Hä, da können wir jetzt auch keine mehr machen. Das Ding ist mir gerade kaputt gegangen. Ich gehe flennen. Naja, gut, noch nicht ganz flennen. Und schaue nebenbei ein bisschen TV. Und wir können Jakobsmuscheln in Honig. Und er kann ein Bett jetzt. Wie geil, Leute, ist wenn das ihr denn? Irgendwas Pinkes sieht, dann schreit mal, ne? Was wollte ich sagen? Da ist sowas Pinkes. Beute. Und du willst jetzt nach Hause, oder wie? Ja, dann komm mal mit. Ich wollte sagen. Das Beutelchen, wisst ihr, läuft los. Genau, und mit dem Bienenstock. Da hat das Beutelchen herausgefunden, je mehr Blümchen du hast, umso mehr Honig produziert das Teil da drin. Steht oder auch direkt Bienen oder so, keine Ahnung. Also, ja, und so ein Honig bringt ja auch 20. Aber muss halt für Pflänzchen sorgen. Ist klar. Aber kann es sein, dass die Uhrzeit irgendwie rennt? Irgendwie so ein bisschen? So haben wir. Oder habe ich das durcheinander? Haben wir auch. Merkwürdig. Sehr schön. Haben wir alles? Vielleicht ist es ja auch nur, wenn man pennt. Ich weiß es gar nicht. Oder. Beide, okay. Komm. Okay. Soll hier mal alles schneller wachsen? Komm, wir gehen querfeld ein. Auf jeden Fall ein. Die haben wir ja gepflanzt zweimal. Immer noch hier, ne, die beiden. Uns merken. Wenn es nämlich klappt, dann können wir nämlich weitere pflanzen. Wir kommen mit einigen an. Also Beutelchen ist voll. Ja, ich habe ja hier so was, so eine 20er gepflanzt, weißt du? Wofür du 20 kriegst. Oh, nice. Aber keine Ahnung, ob sie das hier überlebt. Aber noch sieht gut aus. Könnte beim nächsten Plöpp halt, naja, eingehen. Könnte, muss aber nicht, ich weiß nicht. Bestimmt sehr empfindlich, weil sie, naja, 20 kosten. Wahrscheinlich, ja. Ja. So, und nun? Hui. Platsch. Ich weiß nicht. Da kommt das Beutelchen. Und wir sind auf den richtigen Weg. Blick. Schiff gehen. Unten steht was. Was ist es? Es ist Schwester Johanna im Blumenfeld.
wuselt nachts umher? Ah nee, das ist... Ach nee, Black Mask ist es. Sorry. Kartoffeln. Doch, aber ein Stück feiern, Mann. Ich hoffe, alles ist feucht. Ich habe keine Ahnung. Im Dunkeln sieht man ja so ein bisschen. Wird garantiert alles nass sein. Naja, um 6 ist alles trocken. Also wenn es noch morgens nach um 6 regnet, dann... Naja. Also das hier wird auf jeden Fall trocken sein, wenn es denn... Ja, und sonst so? Sind wir auf dem Weg. Ich chill hier. Komm, Beutelchen, wir schaukeln und so. Was? Ja, wir schaukeln jetzt. Da war ich auch schon. Wir gehen jetzt schaukeln. Alter, da kommen die zwei Grazien, ey. Hallo. Hallo. Fang mich. Nette Fürstin. Oh, ich bin weggeflogen. Nette so, Kali. Fürstin. Was denn? Oh, die Vanille. Was, das was? Ohne bessere Achsen. Na, Beutelchen hat alles voll. Na denn? Hopp, 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 hopp. Was sind das? Federn? Aha. Ah. War doch für... Na? Bah. War, glaube ich, für schlechtes Geld. Weiß nicht, war nicht so besonders, Ingwer. Hallo. War, glaube ich, auch nur für 5 oder so. Nicht hier rumhüppeln, sonst sorgst du das noch. Sorry. Ich wollte nur ein Teil der Geschichte sein. Ah, gut, ja. dann hacke ich eine Runde und dann werde ich euch weitere Geschichten vorlesen. So. Cool, wieder sehr schön. Raus. Nummer 1. Und wieder Vanille. Was ist denn das für ein Busch? So? Kapern. Kapern. Hier haben wir auch noch ein bisschen Holz. Bekämpfer. Ach Mann, ey. Was hast du jetzt was rausgeschmissen? Der Nix. Ja, die kennen wir. Leute, schmeiß doch gleich hintereinander weg. Raus. So. Ah, hier, wartet. Das machen wir erstmal. Ich habe einen Stuhl gelernt. Ein Stuhl. Ah. Entschuldigung. 0%. Nein. Stopp, 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 stopp. Ich kann nicht mehr. Das so. Ist mal wieder einsammeln. Beutel, Beutel. Beutel, Beutel. Da die Beine ja draußen eh beschäftigt sind. Oh nein. Oh, halt. Aber die war für wenig. Mal weg damit. Info. Oh, hallo. Info. Weil dafür verschwinden wir keine Energie. Ich habe jede Nacht denselben Traum, erzählt der Patient dem Psychiater. Erzählen Sie doch mal, ermutigt dieser seinen Patienten. Nun, ich stehe vor einem Tor, wo ein Schild hängt. Ich drücke und drücke und drücke, aber das Tor geht nicht auf. Interessanter Traum, meint der Psychiater. Was steht denn auf dem Schild? Bitte ziehen. Wenn du jetzt der Meinung bist, da hört jemand zu, also ich höre es gerade nicht. Beutelchen hört mir zu. Alter, das ist aber Angeltext. Nee, das nehmen wir nicht. Wir wollen kleine und prägnante. Boah. Nee, das ist auch... Beutel, Beutel! Beutel, Beutel, ich muss gucken. Lass mal was loswerden. Alter, Sefke. Irgendwie, keine Ahnung. Sind die Witze doch nicht mehr das, was die einmal waren? Ich glaube, ich muss Chuck Norris. Glaub ich dir, Beutel. Lass mal doch erstmal was bisschen rufklatschen hier. Genau.
Ich lese mir einfach die Texte selber durch, wenn die keiner hören möchte. Und hab selber meinen Spaß dabei. Ich unterhalte mich. Ja, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, sollte Kalli doch mal das ein oder andere Gespräch mit mir anfangen? Ja, über was willst du denn reden, Elia? Ja, keine Ahnung, gell? Wollte ich schon, über was können wir denn reden? Folianten! Oh Gott. Was hältst du, Kalli, von Folianten? Sehr viel. Mhm. Hast du schon mal ein Foliantenbuch in der Hand gehalten? Foliantenbuch, ja. Ja, definitiv. Man kann da sehr schön drin rumblättern. Ich glaube nicht, weil... Und eventuell sich bilden, wenn man mischt. Noob. Sag ich doch, die Kalli ist ein Noob. Warum? Weil ich glaube, Folianten hatten wir noch nie in der Hand. Ne, Beutelchen? Das sind doch dicke, fette, gebundene, mittelalterliche Bücher. Ach, bin ich doch reingefallen drauf. Bücher, ja. Ach, scheiße. Siehst du, also hatten wir noch nie einen Folianten. Ich bin hier fett am Arbeiten, lass mich doch in Ruhe. Ja, Konversation, komm, wir müssen uns unterhalten, sonst unterhalte ich mich gleich mit Beutelchen. Ja, so, Beutelchen, über dicke, fette, verdammte Bücher. Beutelchen, über was willst du denn reden? Was liest du denn zurzeit, Beutelchen? Das dauert jetzt. Das dauert jetzt, passt auf. Was fürs Hören? Ich bilde mich. Gut, das schreibt sie. Call Matei, Beutelchen, ich bin nicht so in der Materie. Könntest du ein bisschen das weiter erläutern und uns genau vielleicht eine... für andere, die das nicht wissen, wie Elia... Buchtipp geben oder ein Buchvortrag, was in diesen... Nein, eigentlich nicht. Was in diesem Buch vorkommt? Echt, ey? Ja, Beutelchen, mach mal einen Buchtipp. Karl Martell sagt mir zum Beispiel absolut gar nichts. Welches Genre macht er? Schreibt er gut? Schreibt er in der Ich-Perspektive oder doch in der dritten? Kulturbanause. Stimmt, Beutelchen. Stimmt, Kalli ist ein Kulturbanause. Was? Stimmt, vollkommen. Ich glaube, ich habe Geld. Ich guck mal nach Geld. Mann, oh, ich habe den Bug. Warum ich? Gut, alles es ist klar. Nicht dann bei Pierball. Jetzt habe ich, hab ich mich gebückt. Also, ich habe mir mal vor einer ganzen Weile die Dead Space Bücher geholt, weil ich ja so ein richtig großer Fan von Dead Space bin. Ja, die waren, ja, langweilig geschrieben. So wie die deutsche Geschichte. Ich wusste gar nicht, dass deutsche Geschichte Nase. Was ist Nase? Ist das Nase? Ist das der Buchtitel? Das. Ach, du Nase. Karl Martell, du Nase, Leute, googelt mal danach. Vielleicht findet ihr das Buch. Was? Mehr kommt nicht? Das ist ein Buchtipp? Leute, es tut mir leid. Ich kann aus Beutelchen... ich dachte, ich könnte euch vielleicht das eine oder andere Buch empfehlen für die Leute, die gerne vielleicht Geschichte lesen. Gut, ich bleib hier weiter stehen. Nee, brauchst du nicht. Wenn du dich entfernst, glaube ich, dann bücke ich mich hier. Rebecca Gelbe, ja, englische Geschichte. Sehr schön. Na, Beutelchen, komm und lass uns ein bisschen über Bücher unterhalten. Wir unterhalten uns über Bücher, hm? Yay. Oder Filme. Wollen wir uns über Filme unterhalten? Habt ihr denn X-Men Dark Phoenix gesehen? Leute, Achtung, Spoiler vielleicht. Ihr Gespräch, da wird man ja müde. Alles klar, Kalli ich weiß nicht, von was für einem Film ich rede. Natürlich, glaube ich. Dark ja, Phoenix? Natürlich. Ich bin hier gerade voll am Sieht, Mann.
Alter, da will man eine Konversation hier halten mit den Mädels und was ist? Stille. Mi, 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 mi. Stille. Mi, 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 mi. Thomas, Erpi, Milke, Call, Mattel, der erste Karo. Was? Also, sorry, Beutelchen, da musst du jetzt aber wirklich in die Tasche greifen, da, ey, hä? Erpi? Rest in Peace, oder wie? Rest in Peace, Milke? Witzig ist das, na, jetzt kann ich, was das heißt. Und sonst so, ihr Lieben, geht's euch gut? Ach, guck mal, die Kali möchte mit in der Konversation. Ich rede mit meiner Community. Der hat diesen, der heißt Thomas R.P. Milke Karl Martell? Ist der Name irgendwie so wie ein norwegischer Name oder sowas? Der Sohn von? So wie die russischen Namen. Ja, ja. Können wir uns nicht über was Intelligentes unterhalten, bitte? Das war eigentlich intelligent. Was willst du denn? Wie man strickt? Wie wir jetzt mal zu Geld kommen hier. Geht mal einer zur Post. War ich doch schon. Und wie reich sind wir? Na, guck auf deinen Kontostand. Gar nicht, nee, ich hab wieder das Betzebuch. Ich liege im Bett und flennen. Na gut, nicht mehr flennen, aber 300 noch was. Was, 300 noch was? Mhm. Alter, was machst du hier? Nein, nee, ich bin voll. Ich kann Candies. Oh, ich okay, kann super. Ein Teddybär. Auf jeden Fall, die Dead Space Bücher, die waren ganz schön in die Länge gezogen und alles klar. Und es ist eigentlich in dem ganzen Buch nichts passiert. Und die Feature kamen ganz zum Schluss erst, also war ich leicht enttäuscht, aber was erwartet man? Na, na. Ja, was erwartet man? Was für ein Tweet? David Gehman, Leute, notiert euch die Dinger, ne? Wenn ihr englische oder deutsche Geschichte lesen wollt. Da wird man schlau, fragt Beutelchen. Oder lasst es lieber uns hockeln. Beutel, hau mal ab, Mann. Ich lerne gerade, was ich hier wann pflanze. Frühling, im Sommer, im Herbst oder sogar im Winter. Das ist intelligent. Darf ich mir eine Axt kaufen, eine stärkere? Für die Bäume? Ja. Wir haben keinen Spachtel für Boden und so. Packen. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Ich geh mal zur Mine und hack schon mal das Steinchen da hinten weg. Ja, aber ich kann ja schon mal vorackern. Geil. Kaffee? Wollte ich denn keinen Kaffee kochen? Wow. Da gibt Energie. Wow. Ich brauche Kaffeebohnen. Die müssen wir einpflanzen. Leute, such! Hüpf! Ja, ja. Ja, ja, ich weiß, ja, warte doch mal. Das ist so vieles. Und ich heule. Weiß nicht, ob ich nochmal pflanzen kann. Ich muss sein. So, was haben wir eigentlich? Na, komm weiter. Bin noch recht voll. Beutel. Wieso? Beutelchen liegt los. Föhn. Wir haben ein Thema für Beutelchen gefunden. Lass mich raten, die machen alle irgendwas mit englischer Geschichte oder deutsche. Kupfer. Da war das. Beute. So, hier. Was? Beutel. Weiß nicht so.
Wichte, weil ich es immer so müde. Was für ein Wilder? Ich finde es schon niedlich, dass Beutelchen wirklich ihre ganzen Autoren hinschreibt. Beutelchen ist ein gebildetes Beutel. Ja. Blaues Beutelchen Beutel. Weiß auch, was Folianten sind. Vergesst ihr mal alle. Das wird uns immer nachhängen, glaube ich. Gott, wie oft hat man heutzutage Folianten in den Mund? So gut wie gar nicht. Stimmt. Aus gestorbenen Sprachen. Naja, allgemein wissen nicht. Ich weiß. Ich trinke mal Wurst. Das ist blau. Ich sehe dir zu, dass ich hier, naja, das Zeug, wie gesagt, pflanze. Eigentlich hätte ich mich ja ins Krankenhaus schlagen können und dann wäre ich wenigstens schneller da gewesen. Nein, das gibt Abzüge auf dem Konto. Ach, Quatsch. Doch. Oh, jetzt geht's noch weiter. Es reicht doch. Lass sie doch. Wenigstens einer quatscht. Einer quatscht. Beutelchen möchte doch nur ihr Wissen übermitteln. Welche Dichter, wollte ich schon sagen, welche Schriftsteller sie gerne liest. Und vielleicht... Soll ich mal erzählen, was ich gerne für Spiele spiele? Ja, erzähl los, leg los. Was für Spiele magst du? Also, Survival-Spiele. Wow, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie mit Ark, Subnautica. Ist Survival? Ja, das ist Bildung, das ist intelligent hier. Ich geh schlafen und mach Witze. Survival-Mann? Ja, siehste, ich hab dich gekriegt. Juhu. Ich war Beutel. Du willst immer noch was loswerden. Ah, du kleines Beutelchen. Du kleiner Scheißer, du kleiner. Du kannst hüppeln, was du willst. Ich muss hier auch leer kriegen, mein Zeugs. Duffenfeld. Okay, Duffenfeld. Geil. Komm, wir gucken mal den Wetterbericht. Ah, ja. 0% Regen. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. So. Ey, ich bück mich mal. Ja, Beutel. Oh. Oh, die Stamina nervt ein bisschen. Ich bin, glaube ich, dann froh, wenn wir bessere Werkzeuge haben. Energy. Oder das hier eigentlich auch schon befummeln? Nein. Okay, Beutel, ich bin bereit. Wir sind Zweierding, ich seh's doch. Oh, Honig. Das hast du wieder eingesammelt, Beutel. Hinter dir ist ein Zaun, Beutel. Rückwärts kannst du nicht. Und deswegen sammelst du es immer da ein, weil es direkt vor deiner Nase droppt. Auch da, direkt hinter dir ist ein. Ha. Ich freue mich auf jeden Fall auf den, wenn wir jetzt gerade kein Gesprächsthema haben, ich freue mich auf mit Beutel den kommuniziert. Mit dir. 3. April. Wenn es der 3. April ist, nämlich da kommt Resident Evil 3. Ja. Das wird schick, Leute, das wird schick. Ich freue mich schon drauf. Was wird geschrieben? Ah. Er dies blau, wie es ist. Und dich wieder vom Skorpion stechen lassen. Beutel. Doch schlau. Besser. Ach ja. Wir lieben es alle. Ja. Und ich bin voll krass grün. Ist nicht dein Ernst. Ah, Beutel freut sich. Und ich heule. Du wolltest ja vorne pflanzen. Hast du schon eine Spitzhacke? So eine Hacke für Feld? Ja. Yep. Gut, dann hole ich mal schnell eine. Bin ja nur am Pflanzen, ey. 5 Folgen, 6 Folgen, 10 Folgen, 20 Folgen. Nur am Pflanzen. Ein.
Guten Morgen. Okay. Gut, ich habe nur noch eine Silberhacke. Ich habe hier keine. Vielleicht würde ich auch noch mal angeln versuchen. Wir brauchen Appel. Kali, ich glaube, du musst selber dir Wäsche holen. Ich glaube, 400 kommen wir hinten und vorne nicht weiter. Kanne wäre auch nicht schlecht, ne? Hm? Was brauchst du? Eine bessere Gießkanne wäre auch nicht schlecht. Ja. Wir haben ja nur die Holzteile und so viele Felder, wie wir haben. Wenn die alle bepflanzt sind, dann kommen wir ja nicht weit. Alter, schon wieder. Elia, Mann, bleib stehen, wenn ich rüberwasche. Verdammt, konnte hier rüberhüppeln. Ich bin auch stehen geblieben, was willst du? Ja. Ah. Riesengießkanne. Wartet mal. Das will ich jetzt mal kurz gucken. Ob wir vielleicht eine Schnellreise machen können. Wer die kostet. Ärger. Ich könnte mir vorstellen, dass die kostet. Vielleicht. Ja, auf. Ich muss doch wahrscheinlich erstmal das andere aktivieren. Richtig. Ja, damit. So, lass mal gucken. Das Auto habe ich gar nicht mitbekommen. Was hast du nicht mitgekriegt? Das Auto, das hier angeblich bei der Mine stehen sollte. Mhm. Mal gucken. Vielleicht finde ich das jetzt. Ja, okay, wir waren auch noch nie beim Museum. Ich zumindestens. Mhm. So. Ah, jetzt können wir schnell Reisen machen. Sehr schön. Das heißt, man muss alles hier ablaufen und dann kann man... Ja, man muss man die Wege nicht mehr laufen. Kostet aber nur. Hm. Diese Lampen sehen eigentlich von Weitem aus wie so ein Symbol bei, war das Generation Zero mit der persönlichen Aufgaben? Personenaufgaben oder sowas? Ach, dieses Symbol, Männchensymbol. Gut, genau, egal. Ich Wer ist du erntest nicht, oder? Doch, bist du in der Nähe? Nein, ich bin beim Museum. Das ist nervig. Also. Ziemlich waren nur ein paar Kartoffeln. Gut, aber ich würde sagen, wir machen eine Pause, ne? Ja, unbedingt. Ich mache hier schon Fehler bei der Wäsche im Krankenhaus und so. Keine ein Glück, dass ich. Oh Gott. Ja, lass uns eine Pause machen. Du warst im Krankenhaus? Nein, ich hatte nur ein ganz bisschen und wollte anfangen, hier so auszusehen, aber naja, dann habe ich doch gerade so registriert, dass mein Balken und nur ein ganz kleines Pfützelchen ist. Hätte ich ein zweites Mal gemacht, dann wäre ich im Krankenhaus gelandet. Läuft. Aber es ist alles gut. Ich hab's geschafft. Ich meine, ich hab's registriert und ich bin nicht umgekippt. Mhm. Okay. Ja, alles schick. Alles dann, schick. Ihr Lieben, bedanken wir uns fürs Zusehen, wie eh und je. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.